So, und ich begrüße euch, wie versprochen, zu Terra. Und ich bin ja nicht alleine. 1, 2, 3, wer ist sonst noch dabei? Ich habe jetzt gedacht, meine Ankündigung wäre irgendwie ein bisschen epischer, ein bisschen legendärer, weißt du? Ja, so halt legendärmäßig so. Ich bin ja schon irgendwo ein Ehrengast, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also wenn schon, dann denn schon bei uns, ne? Also, jetzt muss ich mich erstmal an das... erstmal ein bisschen bewegen und ja, das ist immer ganz schwer. Und dann an den Monitor ein bisschen dran kriechen. Ja, so. Das macht das alte Kreuz nicht so gut mit, ne? Nee, das alte Kreuz, du, was sag ich dir? So, jetzt haben wir da Knister, Knister! Was haben wir denn da? Wir haben hier Serverauswahl. Und zwar gehen wir auf Ilion. Ilion, PvP Ilion, Bevölkerung niedrig. Jo, weil auf KI habe ich schon 2 Charakter und in der Beta kannst du irgendwie nicht mehr als 2 Charakter erstellen. Wichtige Information für die Leute, die jetzt noch anfangen wollen, das zu spielen, ne? Ja. So, dann gehen wir auf den. Gut, dann flusch mal durchs Tor durch. Das sah ja ganz gut aus, muss ich doch schon mal gestehen. So, und da kannst du jetzt einen neuen Charakter erstellen. Neuer Charakter. So. Charakter. Neuer Charakter, genau. Ich bin da ja immer ganz gut drin. Besonders was Namen. Ich gebe dir nur einen Tipp bei der Charaktererstellung. Ja. Du kannst da wirklich die so abartige Details einstellen, wie die Augenbrauen eher zusammen oder weiter auseinander sind. Ich würde einfach sagen, lass die Finger davon. Ich habe bei meinem ersten Charakter daran so rumgespielt, dass mein erster Charakter so behindert aussieht. Also, ja. Also für mich wäre jetzt erstmal, also ich bin sowieso nicht derjenige welche, aber erstmal ist die Frage männlich oder weiblich. Ja gut, kommt ja auf die Rasse an, die du holst. Und bei manchen kannst du nur weiblich oder nur Teddybär, keine Ahnung was das ist, sieht aus wie eine Ratte, so eine Mischung aus Teddybär und einer Ratte. Die Popori. Oh, die sehen cool aus. Für dich wäre doch eher Alien was. Ja, du kennst mich. Du kennst mich. Das ist natürlich besonders das Schicke, dass man natürlich das kleine Höschen da sieht. Das ist natürlich besonders immer gut. Das ist generell so. Das muss ich schon vorab sagen. Bei Terra, du siehst fast alles. Das ist alles. Ja, man sieht aber nicht die Schamhaarfarbe. Also das ist schon mal... Ja, die kannst du auch noch einstellen. Die kann man einstellen. Auch die Länge. Die Frisur. Ja, weiß ich doch nicht. Jetzt werde ich schon wieder geschlagen, weil ich zu nah am Monitor rangehe. Naja, ich schalte mal einen weiter. So, was haben wir denn da? Babaka, das ist immer gut. Wir wollen hoch 11. Oh, ich will bei 12 sein. Ja, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Berate mich mal. Also, ich hole mir im Kastanik weiblich. Ich wollte jetzt mal auf die Magier-Schiene gehen. Ich habe eben nur Nahkämpfer gezockt und mal gucken, wie das so mit Magier ist. Also Nahkämpfer bin ich ja eigentlich dafür. Gibt es da irgendwelchen so heilungstechnische Viecher? Jo, es gibt auch Priester, aber wie weit die jetzt wirklich healen und sowas, kann ich alles nicht sagen. Also Nahkampf. Ich bin mehr Hautruff. Was nehme ich dafür ein? Das kannst du entscheiden, wie willst, ne? Also. Ist egal oder was? Die kann man alle also ich glaube, manche haben so extra spezielle Fähigkeiten oder sowas, also wo dann da und da vielleicht ein bisschen mehr Abhärtung oder sowas ist. Ich kann dir die Daten jetzt aber auch nicht sagen. Ich würde einfach sagen, hol das, was dir am besten gefällt. Baraka. Was hast du dazu? Jo, kannst du machen. Ne? Ich hol mir eine geile Dämonentuse. So, okay, oh, du bist wieder weiblich. Ach so, natürlich. Jetzt kann ich mir aussuchen, was ich sein möchte. Ja. Ach so. Zerstörer. Ja, warte mal, kann ich nochmal zurückmachen? Ja, da will ich jetzt mal gucken, was der Bär, wie der Bär aussieht. Ich würde dir mal empfehlen, hol mal die weibliche Dämonenpose und guck dir dann alle Skins mal an. Na komm, wie heißt die Rasse? Warte, ich geh zurück. Das ist die zweite, Kastanik. Nee. Kastanik, ja doch. So, wollen wir das doch mal machen. So, eine Kriegerin. Siehst du direkt, wer Kriegerin ist schon.
Ja. Kann man die drehen? Oder dass er sich bückt? Nein. Lanze Dingsbums gegeben. Ja, das ist. Also wenn die da nicht was kompensieren möchte, dann weiß ich auch nicht. Ja, was haben wir da? Zerstörerin. Ja, ist ganz klar, dass das unten auf dem Bogen liegt. Oh, Barbarin. Ja, ist ein bisschen übertrieben, finde ich, ne? Ja, ist schon. Das ist übel. Ah, das sieht einigermaßen gut aus. Das auch. Nur die Ohren sind ein bisschen komisch. Ja gut, das kannst du ja alles ändern. So. Guck mal, ganz unten. Und sie hat einen Schwanz. Das ist gut. Nee, aber ich würde mal gerne gucken, was die Bärchen da sind. Was die hier können. Ein Krieger. Na gut, die haben alles dieselben Waffen. Ah, schon cool, ne? Ich weiß, ich glaube, ich nehme so einen her. Ich nehme einen Zerstörer. Obwohl, die haben nicht so eine gute... Holst du jetzt einen Teddybär, oder wie? Ja. Ach du Scheiße. Nicht gut? Das ist keine Ahnung, ob die gut sind, aber ich finde, sie sehen einfach scheiße aus. Ach hier, der Zerstörer, der sieht einigermaßen gut aus. Was haben die denn da noch? Na, ist ein bisschen komisch. Auch blöd. Sieht aus wie Marder. Ah, ich weiß nicht. Ich bin noch ein bisschen am Zweifeln noch. Ah, ich nehme den. So, und jetzt kann man noch einstellen, das Tier. Oh, ich kann den Schwanz ändern. Oh, klein, buschig, hart und dick. Ach, ich bin scheiße, ne? Aber so viel kann man da nicht einstellen, Mann. Kommt alles noch. Gesicht. Ah, verschiedene Farben. Ah, ich will jetzt da gar nicht so viel in Detail reingehen. Wo man sich da ja nur mit... Ja, nee, ist klar, ne? Was nehmen wir da? Oh, sieht ganz gut aus. Nehmen wir so und... An- und Namen bearbeiten. Wir müssen Namen geben. Ich will da gar nicht so ins Detail gehen. Ich sag da einfach mal. Ja, einfach mal Patrick so. Ich will da jetzt gar nicht ins. Jetzt hätte ich schon wieder Pimmelgesicht oder sowas genommen. Oder Schwanzlurch oder. Ist egal. So, nehmen wir Patrick. Der hat hinten sogar auch zwei Augen. Also mein Charakter ist der Beste, aber der kann auch sehen, wenn hinten einer ihn angreift. Der hat hinten nämlich auch nochmal Augen. So, bist jetzt fertig? Ich bin fertig. Gut, dann können wir spielen. Ich würde sagen, Tastatur. Jo. Und ja, dann würde ich mal sagen, let's go TTRTT, ne? Und ich muss sagen, auch jetzt fängt es erstmal an. Fängt erstmal das Intro. Ah ne, doch nicht. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Gruppe auf. Das ist Patrick. So. Also rein grafisch sieht schon mal doch ziemlich schön aus, muss ich sagen. Ich kann nur jedem empfehlen, dann das mal auf Full HD zu stellen. Sieht schon ganz, ganz toll aus. So, jetzt hast du eine Gruppe erstellt. Ja, nee, das geht noch nicht, weil wir sind jetzt noch im Einführungstutorial. Das muss jetzt noch jeder so ziemlich für sich machen. Ja. Okay. Da kriegst du halt ein bisschen die Steuerung erklärt und sowas. Ich mach eh noch meine Tastenbelegung. Ich kann eine Tastenbelegung, geht mir gar nicht ab. Du hast echt, ups, du hast echt guten Namen. Also ich weiß sofort, wer du bist. Jo, ich hab mir gedacht, da kennst du mich direkt, ne? Ja, einen Arsch hast du auch. Geil, ne? Oh. Wie in alten Resident Evil Zeiten. Ah ja, ich erinnere mich. Ich sag nur, brennen sollst du. So. Aber die Sachen sind ja alle nicht mehr online, so. Was machen wir da?
Kann ich sowas auch? Wie mache ich sowas? Also ich kann nur hacken, aber ich denke mal, das ist auch richtig so, ne? Jo. Gut, gut. Okay, dann lass uns mal Tülletü fortfahren, sonst langweilen sich noch die Leute und so. Ne? Ah ja, gut, das musst du jetzt sowieso alleine machen. Ich muss mal die ganze Tastaturbelegung ändern. Was kann ich denn machen, ja? Also du musst, naja, eigentlich müssten ja nur Quests sein. Eigentlich läufst du, am besten läufst du einfach mal ein bisschen weiter. Ja, okay. Und dann müsste eigentlich irgendwann auf der Minimap mal so eine, ja, eine Quest auftauchen. Und dann musst du dahin tappen, ne? Okay, tappen wir dahin. Dann mach du das mal und ich mach meine Tastenbelegung. Okay. Oh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was ich machen soll. Wir wollen nicht in so eine Dämmung studieren. Oh, plötzlich hat sich das Meer. Okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß ja auch nicht, was unsere kleine glückliche Möse macht. Ich bin gleich